Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft Vampir Stories. Was ist das denn? Das war meine Wasserflasche. Also, das kann ich bei der Glasflasche leider nicht machen. Ja, heute befinden wir uns auf einer Vampir-Map. Hier seht ihr das riesige Schloss und da sollen wohl Vampire drin sein. Und wir sind ja abenteuerlustig, Leute, also gehen wir da erstmal rein. Aber was? Nö. Ja, nee. Doch, natürlich. Nö. Komm rein. Komm rein hier. Ja, aber schlafen Vampire nicht tagsüber? Ja, eigentlich schon. Oh, also, ja, ich würde sagen, Problem wir gucken sein. Uns das hier erstmal an. Sieht sehr interessant aus. Oh! Wow! Die okay. Sonne ist mein, siehst du das auch? Es ist dass dunkel. Der Vampir-King hier rumschreit? Es ist mega dunkel. Die Vampire werden die Welt erobern, sagt er. Oh, wir sind... Der Vampir-König hat die Sonne gestohlen, Ilina. Dreh dich mal um. Ja, ich weiß, aber wohin geht's gerade? Ja, dreh dich mal um. Lang. Hier geht's ach lang. So, hier geht's lang. Der Vampir-König hat die Sonne gestohlen. Und die Welt ist in unendlicher Dunkelheit getaucht. Oh, das klingt gar nicht gut. Oh, hier geht's weiter. Was hast du da gesagt? Vampire und Monster treten an die Oberfläche ohne Ende, ey. Oh, aber, nee, es ist kein Tageslicht da, um uns zu retten. Okay, merke ich ja schon. Ist schon sehr dunkel auf jeden Fall. Ist schon kritisch hier. Okay, wir müssen den Vampir-King und seine ganzen Untertanen stoppen und die Sonne halt wieder herstellen, damit hier endlich wieder Tageslicht ist. Okay. Ja, dann holen wir uns eine Tageslichtlampe im Baumarkt und dann haben wir das. Ja, easy. Ich verstehe das Problem hier nicht. Okay, Ben, bist du bereit? Let's go. Bäh. Oh. Oh, hier, guck mal, hast du einen Freund. Hier ist ein Vampirjäger. Ja. Stimmt. Du bist der Einzige, der uns retten kann. Du musst einen Weg in das Schloss finden und ein für alle Male das Monster töten. Alles klar. Oh. Ah. Die treten mir ein bisschen nahe, muss ich jetzt sagen. Schau mal hier. Guck mal, das ist cool. Wir können Villager in Vampirjäger verwandeln. Einfach mit einem Eisenschwert rechtsklicken. Ah. Aber wo und haben dann wir ein Eisenschwert? Kann man. Ja, gut, das haben wir jetzt noch nicht. Ne? Aber. Durch am Eisenschwert! Echt? Ja, hier, guck mal die Kiste hier. Da. Aber erstmal direkt das Gold rausgenommen. Ja. Und dann können wir mit einem Gold-Ingot können wir dann die... Also hier, der ist ja schon Vampirjäger, oder? Ja. Dann machen wir mit einem Gold-Ingot rechtsklick, dann müsste der dir folgen. Dann können wir den quasi... Ja. Okay. Wenn der den behält, probier mal. Lauf mal weg. Komm mit, Vampirjäger. Ja, aber ich glaube, der kommt ja hier nicht raus. Doch, der muss dafür rauskommen. Ne? Ah, ja. Oh Gott, es sprintet jetzt. Jo, wir haben den ersten Vampirjäger. Oh. Du klaust hier die Rüstung. Ja, ich glaub. Ja, hier wohnt ja jetzt keiner mehr, da kann ich sagen. Oh, hier ist ein Buch drin. Eine Pferderüstung und so und Leder und Kram. Hier, warte mal, ich hab. Brauchen wir noch ein Pferd. Hast du Rüstung? Nee, nein. Dann nimm du mal hier. Oder das Holzschwert nicht. Oh, willst du noch mehr, was wir klauen können? Oh. Ah, das ist, ja, man muss halt looten. Looten. Ja, hier habe ich mega viel Holz. Und eine Axt hat die mehr, die auch nicht gleich viel Damage. Okay. Tipp. Der Villager läuft hinterher. Loot suchen. Das war der Tipp. Ja. Okay, hier ist ein Bett. Tipp. Ah, wir müssen vor Fledermäusen müssen wir aufpassen, denn die sind auch gefährlich. Ja, klar. Die verwandeln sich doch in Fledermäuse. Mhm. Ey, wir müssen so eine richtige Zombie-Jäger-Armee machen, Ilina. Oh, ich habe Hunger. Oh, ja, warte, ich habe Essen gefunden. Hier, komm mal her. Gumm so mal her. Oh, Brote. Wir brauchen aber unbedingt mehr Essen. Oh, ich kann kein Französisch. Château de la... Moff? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Motte. Let's go. Motte, ja, okay. Ich hatte nur Espanoles. Da ist eine Fledermaus. Greift die mich an? Guck sie gar nicht erst an. Doch, klar. Wir sollten auf jeden Fall nicht springen. Komm, Lina, go. Okay. So, Leute, es geht weiter. Wir haben uns gestärkt. Wir haben uns das zu essen geholt, gegessen. Und da ist eine Fledermaus. Hier sind Tiere, Lina. Die müssen wir killen. Warte, wir essen. Ich geh erstmal auf die Fledermaus hier auf. Mach das. Ah? Oh, die habe ich ja sofort gekriegt. Ja, ich glaube, die sind gar nicht gefährlich. Also nicht so krass gefährlich. Ach, Tintenfischsäcke. Ben, du bist vom Weg abgekommen. Wohin gehst du denn? Ja, ich fahre mir kurz essen, die sind Tiere. Wir haben nämlich echt wenig Essen. Ach so. Das ist clever. Oh, da ist ein Schwein. Melina, ich habe noch Essen für dich ein bisschen. Oh, da ist eine Stadt. Gib mal ein bisschen Essen. Danke. Komm, wir gehen zu. Das ist, keine Ahnung, was war gerade eben auf dem Schild? Chateau Lolo. Weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Stadt hier. Okay.
Ein kleines Dörfchen. Hier sind Speer, hier ist ein Vampir, Elina. Hier sind übel viele Vampire. Und die Killerspinne, Elina, versucht. Au, ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind, blind, blind. Oh, ich bin auch blind. Wir sind tot, Elina. Oh, die haben... Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, die haben Spinnenbeine. Sagen wir so crazy aus. Ich hab die Spinnen, ich komme. Ich hab einen, ich hab einen. Yeah. Geh K.O. Oh, ja, auch einen. Wo ist der andere? Ja, der andere. Yeah. Alle drei bekommen. Alle. Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Ich habe nur ein Holzschwert. Ah, hier ist auch nochmal ein Spawner. Oh, lass den nicht aktivieren. Oh. Nee. Bei dem Spawner kam dieses Riesenvieh raus, was wir gar nicht mehr totgebekommen haben hier. Hier ist ein Skelett. Spawner? Ja, kein Problem. Okay. Das sind aber Spinnen. Wir gehen einfach mal straight unseren Weg. Wir gehen einfach mal hier die Treppe rauf. Was ist das? Ah, der Steinkreis. Nee, wir gehen weiter zur Stadt. Chateau de O. Oh, da ist einer. Yeah. Da hinten ist auch noch was. Oh, da ist auch noch einer. Bye. Bam. Oh, ich muss kurz was essen. Stimmt, ich auch. Brauche noch langsam mal einen Ofen, ey. Hoffentlich gibt es hier einen Ofen. Ist das schon das Schloss? Ja. Ja, da sind wir gestartet. Oh. In der Mitte ist doch bestimmt was versteckt. Man da rein? Vielleicht als Fledermaus. Ah ja. Das können wir ja. Wir sind ja der Vampir. Lass mal in die Kirche gehen. Bin schon dabei hier. Oh. Oh, ich sehe da zwei Arme raushängen. Oh, ich habe einen Bogen. Oh, keine Pfeile. Aua. Ich bin wieder blind. Ah. Okay, da sind noch mehr Arme. Ja, da ist auch ein Spawner. Also. Oh. Ah, was ist hier? Meine Nase. Katakomben? Oh mein Gott. Hier geht's auch hoch. Wir müssen hier erstmal looten. Wir brauchen noch mehr Zeug. Ja, ich brauche ein Schwert. Hier ist nix, Inina. Nix. Hier oben? Ich bin mega weit oben. Hallo? Hier ist auch nix. Blöd gelaufen, sag ich mal. Ey, wir brauchen einen Ofen, Elina. Ich habe halbes Herz und Hunger. Und das Einzige, was ich habe, ist Ja, bestimmt Rotfleisch. Unten in den Katakomben ist ein Ofen. Nein, bestimmt. Da ist eine Werkbank. Nicht. Das sind Werkbänke jetzt, ohne Witz. Oh, ja, runter, let's go. Werkbank ist gut. Lass da mal craften hier. Eisen, Schwert brauche ich bitte. Ja, hast du Holz? Ja. Bitte schön. Ja. Du craftest das jetzt. Ich sehe mich hier mal kurz ein bisschen. Was soll ich aus den restlichen Eisen machen? Oh, was ist das? Da ist einer gespawnt. Aus den restlichen Eisen? Wie viel hast du denn? Ich mach den Eisenhelm, ne? Ja, den brauche ich. Und dann können wir noch eine Eisenhose machen. Hier kriegst du beides. Brauchen wir aber noch einen Ofen. Das sind nicht zufällig Steine, oder? Nein, Steine habe ich leider nicht. Oh Gott. Oh Gott, der ist... Ah! Hast du das gesehen? Nee. Oh Gott, Elina, ich suche doch nur einen Ofen. Wow. Nein! Mich hat's erwischt. Oh. Ich habe übel viel Essen gefunden. Was? Ja, in der Kiste hier. Alter, endlich. Geil. Brauchst du Essen? Ja, sicher. Bam. Geh runter, oder wie? Ja. Alter, Ida, jetzt sind wir übelst gerade ausgerüstet. Wieso, was haben wir? Dir fehlt eine... Ach, dir fehlt ja nichts. Stimmt, ich hab dir ja nichts gegeben. Mir fehlt nichts. Ja, dann nehme ich hier den Kram. Jawohl. Ja. Tadam. Komm, dann, das hier lädt schon so ein bisschen ein. Aber wir haben noch keinen einzigen Vampirjäger hier. Wow! Alter, das ist ein heftiger. Oh mein Gott. Ja, der sieht aber genauso aus wie der andere. Der hat aber rote Augen. Ach so, hatte der andere nicht, oder wie? Nee. Alter, was ist denn bitte? Oh, der hat Pfeile gedroppt. Und Tränke? Oder hast du die geschmissen? Nee. Huch, hier geht's noch weiter runter. Oh, es gibt hier vier Gänge, Elina. Ach du meine Güte. Ein Vier-Gänge-Menü. Nee. Da geht das überall zum gleichen nach, was soll's jetzt? Nein! Bist du runtergesprungen? Ja. War hier keine Kiste? Oh. Da ist eine Kiste hier unten. Aber war hier oben keine Kiste mehr? Hab nicht geguckt. Boote! Ich hab hier Boote! Da war eine Kiste. Eisen. Ich hab Schuhe für dich, falls du keine hast. Ich hab eine Schaufel. Ich brauch Hosen. Ich hab eine Schaufel. Oh, die brauchen wir dann bestimmt für irgendwas. Oh nein, hier passen wir nicht durch. Au! Aua! Oh doch, ist immer durchgekommen. Nee, doch nicht. Ja gut, das war's dann mit dem Boot. Tschüss, Elina. Oh, ciao. Das war mit, aber lieber. Da muss man drunter durchtauchen. Alter. Ups. Ich glaub, wir sind hier richtig. Ja? Ich glaub schon, ja. Oh ja, hier geht's wieder hoch. Hier sieht alles gleich aus. Oh, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ein Beschwörer beschützt das Familiengrab. Das ist dieser Typ, der da rumsteht. Wird lieber das Schwert benutzen. Ja, sicher. Ach doch, das Familiengrab. Die Scheiße, das stimmt logisch. Ja, tackelt sie, Elina. Was warten wir denn? Der kann Vampire beschwören. Und ein Zombie ist da. Das macht natürlich Sinn. Attacke, Elina! Marin, hallo! Ich bin fast tot. Wow.
Er hat irgendwas in der Hand. Nicht auf mich werfen, Zauberstab, Kollege. Zauberstab oder was? An einem Trank. Mach ihn alle! Ach, der heilt hier! Ja! Yeah! Ben, wollen wir in die Kiste gucken? Die ja, sieht sowas von krass aus. Oh, die sieht echt heftig aus. Komm, wir gucken zusammen rein. Totem der Unsterblichkeit, meine. Jo, okay. Dann nehme ich den Goldapfel. Aber ich habe eine Zwiebel. Vielleicht kann merke man hier ich noch buddeln, aber hier kann man gar nicht buddeln. Ist eine Zwiebel nicht gut gegen Vampire, sagt man? Ja, ja. Oder Knoblauch, eher gesagt. Ah ja, stimmt, das ist eine Knoblauchzehe. Ja, klar, logisch. Okay, Leute, hier machen wir eine kleine Pause. Und zwar machen wir in der nächsten Folge weiter. Falls euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst auch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Merkt euch, Leute, jeden zweiten Tag kommt auf diesem Channel hier ein Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut da rein, Leute. Ciao. Ciao.